Willkommen zurück zum Magazin Top Focus. Wir werfen diese Woche einen Blick in die Kulissen des grössten Zirkus der Schweiz. Der feiert nämlich dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Wie hat eigentlich alles angefangen und wie hat das früher ausgesehen? Im Zirkusmusical zeigt der Zirkus Knie seine Geschichte und der Valentin Kähli hat sich bei der Maskenbildnerin genauer umgeschaut. Die Vorbereitungen für Knie, das Zirkusmusical, sind voll am Laufen. Hinter der Kulisse ist Sonja Haberstroh dafür zuständig, dass alle Künstler und Darsteller optimal geschminkt sind. Bei diesem Musical sei es besonders speziell. Das Musical hat es noch nie gegeben. Also wir müssen wirklich von Grund auf alles neu erfinden. Alle Make-up-Sachen, alles, was wir brauchen, das ist nicht vorhanden. Das kann man nicht einfach zücken, sondern man muss jedes kleinste bisschen einfach einkaufen und schauen, wie das da drin passt. Im Musical wird die Geschichte der Dynastie Knie erzählt. Diese Geschichte fängt schon 1803 an. Anhand von historischen Bildern hat Sonja Haberstroh zusammen mit ihrem Team letzten Herbst angefangen, die Masken vorzubereiten. Und jetzt erst diese Woche kommen wirklich alle Darsteller zu mir. Und jetzt probieren wir aus, ob es passt, ob die Farben stimmen und ob wir die Darsteller verwandeln in die Personen, die es dann sein müssen. Auf dem Schminkstuhl Platz genommen hat die Musical-Darstellerin Brigitte Oelke. Sie spielt die Marie Knie, die von 1857 bis 1936 gelebt hat. Sonja Haberstroh zeigt ihr jetzt anhand eines Schminkbild, wie sie sich schminken muss. Zuerst machst du das Contouring, wie wir das vorher zusammen angeschaut haben, ganz normal. Das kommt bei jedem Make-up, bei jeder Figur als erstes drunter. Und darüber habe ich für dich einen Schminkplan gezeichnet, wenn du die Marie Knie spielst. Da machen wir einfach schön die Augenbrauen anzeichnen. Ein Lippenstift, der ein bisschen vielleicht dunkler ist als alle anderen, die jungen Darstellerinnen. Ein schönes Rouge, das zu der Haarfarbe passt. Da würde ich zum Beispiel das so in diese Richtung gehen. Also ein bisschen rosa, genau. Genau, mit so ein bisschen Brun. Ja. Dann machen wir sicher einen Lidstrich, einen dunklen, der ein bisschen weiter rausgeht und ein bisschen höher ist, damit man das auch von den hinteren Plätzen gut sieht. Die Brigitte Oelke ist schon 25 Jahre im Musical-Business. In dieser Zeit hätte sie sich auch schon selber schminken. So gut instruiert sei sie aber noch nie geworden. Dass da wirklich so toll geschildert ist und der Vorgang und wie man wirklich die verschiedenen Schritte auch macht. Klar, man geht natürlich immer davon aus, dass man als Frau sich ja sowieso schminken kann. Aber ich finde es einfach schön, dass man mal so von Grund auf wirklich so fast wie so einen kleinen Workshop hat bei dir. Das ist super. Damit Darsteller und Künstler auf der Bühne auch gut aussehen, ist die Qualität des Make-up besonders wichtig. Also im Musical ist es ja so, sowieso einfach auf der Bühne, dass einfach alles viel höher aufgeschminkt werden muss, viel grösser muss sein, damit man das wirklich auch von den hintersten Rängen wirklich auch gut sieht. Das ist anders, als wenn man gerade vor der Person steht, im Ausgang oder so. Da muss es einfach schön sein, muss auf die Nähe wirken und bei uns muss jetzt alles auf Distanz wirken und man muss es vor allem sehen. Während die Darsteller am Proben sind, sitzt Sonja Haberstroh auf den Zuschauerplatz und schaut, dass die Masken auch im Licht gut aussehen. Bis zu der Premiere hat sie noch 3 Wochen Zeit, um alles zu optimieren. Und wir bleiben am Morgen hinter den Kulissen des Knie-Musical. Da übergebe ich jetzt ins Tagstudio zu Elena Wagen. Schönen Abend und auf Wiedersehen.